Schneider war unermüdlich unterwegs, kaufte und sanierte ein Projekt größer als das andere. 170 Immobilien sollten es schließlich sein, größtenteils aufwendig sanierte historische Gebäude. Für das gewaltigste, das historische Bernheimer Palais in München, trieb er nach bewährtem Muster den Kredit in die gigantische Höhe von 490 Millionen Mark. Dabei ließ er sich zwei zusätzlich geplante Etagen zwischen drittem Stock und Dachfirst finanzieren, die er nie baute. Den Mitarbeitern der Deutschen Bank, die täglich den Umbau vor Augen hatten, fiel partout nicht auf, dass zwei Geschosse mit ein paar tausend Quadratmetern schließlich fehlten. Die Bank zahlte 490 Millionen. Das war das größte Bauvorhaben, was die Deutsche Bank und die Zentralbodenkredit AG mit Privatleuten finanziert hat. Und da sind die oberen Chargen hier auf der Baustelle erschienen, auch alle viele Kontrolleure und Sachverständige und. Und auch Prinz von Sachsen-Weimar, ein führender Mann der Deutschen Bank, hat einen ganzen Tag auf der Baustelle zugebracht, sich die Pläne angesehen und ist hier vor Ort gewesen, bis runter in die Fundamente und bis ins oberste Geschoss ist er gelaufen, hat das sich alles angeguckt. Und er hat nicht unterwegs mal gesagt, da fehlen noch zwei Geschosse? Keine Spur. Wie es dem Gebäude gebührt, wurden da natürlich die Münchner Gesellschaft und auch alle Banken, mit denen ich zu tun habe, habe ich stolz eingeladen zu diesem Richtfest. Und altem Brauch entsprechend wurde eine Tageszeitung und die zu dieser Zeit gültigen Münzen dort eingeschweißt. Und das haben wir hier unten vor aller Augen gemacht. Ich habe reingezählt, genau 250 Mark. Und ich habe stolz meine Rede gehalten und sagte laut, und jetzt lege ich dieses Geld hinein, die Münzen allen Brauch entsprechend. Das ist mein Eigenkapital. Und dann wurde diese Kugel zugeschweißt und wurde hochgezogen. Und nun ist mein Eigenkapital für alle Welt und alle Banken sichtbar da oben drin. Die schöne Anekdote ist die absolute ganze Wahrheit. Vor aller Öffentlichkeit ausgesprochen. Und stimmt auch für Ihr Kreditverhalten insgesamt? Ich habe insgesamt fast 6 Milliarden bekommen und ich hatte überhaupt kein Eigenkapital dafür eingesetzt. Ja, das war die Schulzeit, siehst du? So. Glaubt man nicht, dass das da. Ja. So, und das da bist du? Ja, das bin ich. Da spielen wir Theater. Diogenes in der Tonne. Siehst du, das ist die Haltung mit dem Finger, die machst du heute noch? Ja, natürlich. Immer so hoch. So, und dann habe ich irgendwelche Weisheiten von mir geben müssen. Nachher mussten wir wieder in diese Tonne rein, mit den Mädchen zusammen. Und das hat natürlich Publikumserfolg, da haben die geklatscht, nicht? Warst du nicht aufgeregt vor Publikum? Ah ja, deshalb, weil ich war ja ängstlich, nicht? Und mit Auftritten, das war nicht so meine Sache. Eben. Und der Meier Lern hat das eben erkannt, der Klassenlehrer. Der hat mich dazu gezwungen, weil ich sehr zurückhaltend war und scheu, nicht? Es war so, ja. Ich wollte nicht vor anderen Menschen auftreten. Auftreten, ja. Das war nicht? Eines Bubi. Ist ja klar. Da, guck hier. Der Meier Leon hat ja das vorgemacht, so wie wir das machen müssen, nicht? Toller Lehrer. Unser Lateinlehrer auch. Später der Klassenlehrer. Sie sagen, Sie waren eigentlich schüchtern und haben sich das nicht getraut so richtig. Und dann sieht man auf den Bildern, Sie gehen ja völlig aus sich heraus. Ja, das ist so. Das hat er mir anerzogen. Oder mein Vater hat es nicht hingekriegt. Der wollte das immer und es ist nicht gelungen. Der hat gesagt, du bist immer hinten dran und willst ja nicht. Und hat er mich vorgeschoben, wenn Besuch war, jetzt erzähl mal was, nicht? Und so, das habe ich nicht gemacht, nicht? Und der hat das hingekriegt. Mhm. Der hat mir Freiheit gebracht, nicht? Im Auftritt, auch mit dem Umgang mit den Menschen. So, und der, auch die Sicherheit. Mhm. Wieder Theater. Ach, da bin ich, guck. Ja, dich erkenne ich gleich. Ja? Ja. Der war schon schön. Da ich noch Haare. Ne? Ja. Dann standen Sie auf der Bühne, der Applaus, wie war das für Sie? Das war echt traumhaft, nicht? Das war wichtig, nicht? Das war ja alles, nicht? Tja, da ist man nach Hause gegangen, da war man gleich ein paar Zentimeter größer, nicht? Ist so, nicht? Hat mich ja mein Leben lang nicht verlassen, nicht? Und begleitet mich ja durch, nicht? Ich war ja der Stolz auf die Häuser mitten in der Stadt, nicht? In Städten so ein Stadtbild prägendes Produkt dahin zu stellen und dann hervor. Und dann kam das in der Zeitung und guck mal, was der geschaffen hat.
Das gehört dazu, nicht? Das ist in mir, nicht? Ein Teil von mir. Sicher, das Darstellen, nicht? Das muss ich zugeben, nicht? Das ist so, ja. Also kann man sagen, ja. Sie hatten immer schon Talent, anderen Leuten was vorzumachen? Auf gut Deutsch, ja. Das ist völlig richtig, ja. Im Juni 1997 wurde Schneider wegen Betrugs und Urkundenfälschung angeklagt. Das Verfahren gegen seine Frau stellte das Landgericht Frankfurt ein. Vertreter von 50 Banken waren als Zeugen geladen. Gegen keinen von ihnen wurde Anklage erhoben. Doch der Vorsitzende Richter Heinrich Gerke ließ die Banker nicht ungeschoren. Bei ihren Befragungen erschien es, als säßen auch sie auf der Anklagebank. Ich hatte das Riesenglück, dass ich ein Richter war, der knallhart, aber total logisch diesen Dingen gefolgt ist. So, und ohne das hätte ich diese Geschichte nie so überstanden, wenn es den nicht gegeben hätte, nicht? Der hat mir die Leviten gelesen und aber ganz genauso den Bankern auch. Das war perfekt. So, und deshalb ist das für mich ein Höhepunkt meines Lebens. Schneider kam ganz offenkundig in seiner anwaltlichen Dreifachbegleitung mit einem festen Konzept, die Schuld von sich zu weisen. Nachdem er aber von mir gehört hatte, dass wir angesichts der Aktenlage darin nicht den richtigen Weg sehen, hat er sich besonnen und am nächsten Verhandlungstag hat er seine ganze Strategie geändert gehabt und hat gesagt, so, ich bekenne mich hier schuldig und ich bin bereit, rücksichtslos an der Aufklärung mitzuwirken. 23. Dezember 1997, der Tag des Urteils. Schneider wurde zu 6 Jahren und 9 Monaten Gefängnis verurteilt. Die Anklage hatte knapp 8 Jahre gefordert. Zu Beginn des Prozesses war man von mindestens 10 Jahren ausgegangen. Mildernde Umstände hat jeder zu beanspruchen, der bei seiner Tat durch das Opfer der Tat erhebliche Hilfestellung bekommen hat, um das mal so einfach auszudrücken. Und er hatte durch unglaubliche Leichtfertigkeit der Banken, durch Versagen aller Kontrollmechanismen, erst seinen Wahnsinnsbetrug verwirklichen können. Schneider schrieb nach dem Prozess ein Buch und dankte darin Richter Gerke, ohne dessen kluge und strenge Prozessführung ich heute ein gebrochener Mann wäre. 12 Jahre nach dem Prozess. Jürgen Schneider ist zum ersten Mal wieder an dem Ort seiner Verurteilung. In diesem Moment weiß Schneider nicht, dass er hier auf seinen Richter von damals treffen wird. Ach, Mann! Das ist nicht zu fassen. Es gibt Überraschungen, was? Das ist eine Riesenüberraschung. Also nein. Unglaublich. Ja, wir haben uns ja seitdem nicht einmal gesehen. Ja, gesehen schon, aber nicht einmal gesprochen. Film gesehen. Nee. In den Zeitungen gesehen. Überall. Aber nicht persönlich gesprochen. Das ist eine Überraschung. Unglaublich. Ich habe Ihnen so viel zu verdanken. Das freut mich. So viel zu verdanken. Das freut mich. Sie haben den Prozess geführt. Knallhart, aber fair. Und das war wirklich tief beeindruckend. Ja. Dr. Gerke, Sie haben ja nun viele Prozesse geführt. Hatte der Schneider-Prozess für Sie eine besondere Bedeutung? Natürlich. Erstmals wurde in vollem Umfang auch das Bankenverhalten in solchen Situationen bloßgelegt und es kam schon Schlimmes raus. Im Fall von Herrn Dr. Schneider war es, dass der Wunsch der Banken an dem großen erwarteten Immobiliengewinn teilhaben zu können. Und auch in der gegenwärtigen Finanzkrise haben Banken auch nicht nach den wirklichen Risiken gefragt. Das ist doch hier offenbar evident. Und insofern gibt es eine Parallele. Haben Sie denn das Gefühl im Moment, dass Verantwortliche zur Verantwortung gezogen werden? Ja, nun, im Augenblick steht doch im Vordergrund, dass Leute, die diese ganzen Schlamassel uns eingebrockt haben, mit hohen Abfindungen oder noch Boni aus Steuergeldern, sich weg vom Fenster machen.
wenn nicht auch mit strafrechtlichen Mitteln gearbeitet wird und gesagt wird, wenn du hier so etwas getan hast mit deinen dir nur anvertrauten Bank- und Kundengeldern so umgegangen bist, dann musst du auch strafrechtlich dafür gerade stehen. Und solange das nicht geschieht, ist ja praktisch noch in keinem einzigen großen Fall je geschehen, dann sehe ich nicht, wo das Unrechtsbewusstsein herkommen soll.